Wie setzt man bei einer BMW K75, K100 und so weiter, also alle, die eine ABS-1 haben, diesen Fehlercode zurück, der sich üblicherweise nach dem Winter ergibt, wenn die Batterie etwas schwach war und man das Motorrad mal anlässt, dann bricht die Spannung ein, das ABS-Steuergerät bekommt einen Fehler und man hat hier diesen Code, den kann man jetzt auch theoretisch auslösen mit einem Steuergerät oder einer LED und kann dort die Blinkcodes messen. Es ist meistens der Fehlercode 7. Es äußert sich dadurch, dass eine LED blinkt. Bei mir sieht das etwas anders aus, aber am BMW Originalcockpit sieht man das auch, dieses Blinken von der roten ABS-Lampe. Und ganz wichtig, man hört es klickern. Jawohl. Jetzt ist die Frage, wie setzt man das zurück? Man baut die rechte Seite ab. Dann sieht das so aus. Hier hat man den Diagnosestecker. Dort entfernt man die Kappe. Kann hier in der Mitte, der mittlere ist der Diagnoseport. An dem kann man jetzt theoretisch auch den Fehlercode messen. Zurücksetzen funktioniert so. Man schaltet die Zündung aus. Man nimmt ein kurzes Kabel, steckt eine Seite in den mittleren Diagnoseport und die andere Seite auf Masse. Masse liegt überall an, wo nicht lackierte Teile sind. In meinem Fall mache ich das jetzt hier mal ganz provisorisch. Einfach an der Stelle. Jetzt ist eine Verbindung zwischen Masse und Diagnoseport. Und jetzt macht man Folgendes. Man hält den ABS-Knopf, das ist bei mir der hier. Und aktiviert die Zündung und hält das Ganze für ungefähr 10 Sekunden und hört, ob das ABS-Steuergerät irgendwie klickert. Und wenn man irgendein Klickern hört, dann wurde es zurückgesetzt. Man kann die Zündung wieder ausschalten, alles abklemmen und eine Runde fahren. Und wenn man das erste Mal über 10-15 km/h gerollt ist, dann müsste das Rote wieder ausgehen.